Ja, mein Name ist Daniel Nell. Ich will jetzt ganz kurz eine Einführung in den heutigen Abend machen. Das ist ja schon auch gesagt worden. Es gibt eben dieses Thema unter den Rahmen der 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das ist ein Festjahr. 321 ist die erste beurkundete Existenz einer jüdischen Gemeinde in Köln festgehalten worden, jetzt sind 1700 Jahre später. Und natürlich ist das Programm so ein bisschen schräg in dem Sinne, denn die Frage, was war denn das für ein Deutschland, der 321, das ist ein offenes Thema. Also im Großen und Ganzen, wenn man es vielleicht sagen können, gab es ein römisches Deutschland in dieser Zeit, wenn es ein Deutschland gab und so weiter. Naja, unser Ziel war im Prinzip mit diesem Programm das Verhältnis von Juden zu anderen Gruppen in diesen deutschen Landen zu beschreiben. Und dann ist die Frage, wer sind denn die anderen Gruppen? Das sind im Prinzip die, aus denen später dann die Deutschen geworden sind, viel später zum Teil, aber sind es dann so geworden. Es gibt aber eben auch eine starke Verbindung zur Mittelmeerwelt. Es gibt ein römisches Deutschland, es gibt eine Romania in ganz Europa und in dem Rahmen dieser Verbindung zur Mittelmeerwelt gibt es natürlich eben dann die ganze Mittelmeerwelt, das heißt eben auch Nordafrika, Ägypten, das was dann von heute aus gesehen für uns der Nahe Orient ist und so weiter. Und in dem Rahmen ist das eben der Raum, in dem dann auch im 6. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert der Islam zur Welt gekommen ist und natürlich kann man sagen, eine sehr, sehr starke, wichtige Kraft innerhalb auch der europäischen Geschichte, nicht nur der Mittelmeerwelt geworden ist. Folgen davon sind, dass eigentlich, man könnte sagen, die ganzen 1700 Jahre, also seit dem 6. Jahrhundert dann, also ein bisschen weniger, 1400 Jahre, eben auch als eine islamische Stimme in Europa gibt. Und mit dem Programm wollten wir sozusagen, deswegen heißt es unerzählte Geschichten, etwas aufdecken, zur Sprache bringen, was mit diesen verschiedenen Geschichten, mit diesen verschiedenen Stimmen im Mittelmeerraum, in der Ausstrahlung auf das übrige Europa, dann natürlich auch noch über Europa hinaus, zustande gekommen ist. Naja, und die verschiedenen Stimmen sind teils historische Stimmen, es sind Stimmen, die sich, wie eben schon angesprochen, in der Architektur wiederfinden können, in der Literatur, in der Musik, in der Philosophie, im Austausch, selbstverständlich auch in der Naturwissenschaft, in den Geschäften. Man weiß, dass ein Teil der antiken Philosophie, der griechischen Philosophie über die Araber nach Europa gekommen ist, zum Leidwesen oder zum Ärger der AfD, das ist vor einigen Jahren ja in Saarbrücken beanstandet worden, schreiben wir heute noch arabische Zahlen. Auch das ist eben sozusagen Teil des Kulturgutes, in dem wir uns in Europa bewegen. Und in dem Rahmen ist es natürlich dann auch interessant, sich mit der Gegenwart zu beschäftigen, zumal unter den Aspekten, den der Peter Waldmann angesprochen hat, dass es darum geht, dass Gruppen in dieser offenen Gesellschaft einigermaßen sich kennen und miteinander im Austausch es bewerkstelligen wollen, miteinander in dieser Gesellschaft zu leben. Wie gesagt, es hat historische Zusammenhänge, es hat soziale Zusammenhänge, es hat kulturelle Zusammenhänge und es ist natürlich ein Thema, was in literarischen Texten eine Rolle spielt. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, freuen wir uns sehr, dass Herr Genussac uns heute Abend hier zu Gast ist, dass er aus seinen Werken lesen wird. Herr Genussac ist 1961 in Ankara geboren, mit der Familie dann, waren sie 8 Jahre, glaube ich, gewesen, nach München umgezogen. Der Hintergrund war gewesen, dass der Vater ein Verleger religiöser Schriften in der Türkei gewesen ist. Die Türkei ist in den 1970er Jahren eher eine laizistisch-kemalistisch ausgerichtete Republik gewesen, zeitweise natürlich auch eine Diktatur. Und in dieser Zeit, glaube ich, war es so, dass der Vater den Wunsch hatte, freier seine religiösen Texte produzieren und eben auch veröffentlichen und eben auch in der Öffentlichkeit bringen zu können. Das hat die Familie nach München gebracht, da sind sie zur Schule gegangen, haben da Abitur gemacht, haben anschließend Germanistik, Philosophie und politische Wissenschaften studiert, aber auch schon früh angefangen, sich für das Schreiben zu interessieren und eben mit dem Schreiben von Gedichten, man könnte sagen, mit der Schönheit der künstlerischen Sprache konfrontiert, sind sie auf diesem Weg geblieben, zu schreiben, Romane, Gedichte, Essays. Herr Genussac hat außerdem ein ganzes reiches Werk an, sagen wir mal, kritischen, reflexiven Essays geschrieben, eben auch zum Thema, was ist das Verhältnis der türkischen Bevölkerung zur deutschen Bevölkerung, was sind die Erfahrungen der verschiedenen Generationen der türkischen Communities und der Generationen innerhalb dieser deutschen Verhältnisse, die sich ja auch geändert haben, das heißt also die Gastarbeiter, Einwanderung aus der Türkei von 1961, die ja gerade jetzt, ist gestern oder vorgestern in Tagesschau, ja gezeigt worden ist, im Ruhrgebiet eine große Ausstellung eröffnet worden zu 60 Jahre Anwerbeabkommen, was eben 1961 stattgefunden hat, jetzt ist 2021. Aber es sind ja Generationen und in diesen Generationen gibt es natürlich auch zu beobachten Schritte
sagen wir, sowas wie ein Aufstieg. Das heißt, also die nächste Generation geht zur weiterführenden Schule, werden Geschäftsleute, werden Wissenschaftler, wenn Sie die Zahl der heute oder die Namen der heute jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an deutschen Universitäten anschauen, finden Sie vergleichsweise auch viele türkische Namen in den Erziehungswissenschaften, in Naturwissenschaften, in den verschiedenen sonstigen, also in der Medizin sowieso schon mal. Das heißt also, da hat im Prinzip auch ein gewisser, da sind Erfolgsgeschichten, die damit verbunden sind. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite derjenigen, die in solchen Prozessen auf der Strecke bleiben. Und Ernst Grünfeld, der einer der bedeutenden, leider von Nationalsozialisten in Tod getriebenen Forscher in diesem Gebiet gewesen. Sie hatten 1939 ein letztes Buch noch veröffentlicht, nicht mehr, seine Frau hat es veröffentlicht, aber er hat es geschrieben. Die Peripheren, der sagt, der Umgang, die Erfahrung der Migration besteht darin, dass aus manchem, der vielleicht zu Hause ein Schurke geworden wäre, ein ehrenwerter Mann wird. Und dann manch ehrenwerter Mann kommt aber auch unter die Räder in diesem Prozess. Und beide Seiten davon, das ist das, was eben die Realität von der Migrationsgesellschaft ausmacht. Und diese verschiedenen Stimmen, die finden wir eben in ihren Werken, in ihren Essays ja entsprechend wieder. Aber, das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, es ist ein Künstler, der hier schreibt. Das ist nicht so, dass wir sagen können, das ist jemand, der journalistisch aufbereitet. Das kann er auch und hat er auch gemacht. Aber um was es geht, ist im Prinzip in dem schönen Feld der schönen Literatur, der Belles Lettres, eine Form und Formen zu finden, um dem einzelnen Menschen, seinen Erfahrungen und dessen Hintergründen so etwas wie eine Stimme zu geben. So bin ich auf den Roman Die gefährliche Verwandtschaft gestoßen, vor vielen Jahren schon, der jetzt hier auch zur Auslage ja dasteht. Meiner Meinung nach eines der wichtigsten Werke der Literatur, die in den letzten 40 Jahren zum Thema, was ist denn diese Entwicklung, wie ist der Umgang mit Geschichte in der Gesellschaft wie der heutigen hier, vor dem Hintergrund, dass wir jeder von uns auch bestimmte Geschichten in sich trägt. Das sind die Eltern, Großeltern und auch noch davor Erfahrungen, die sozusagen in unserer Welt da sind und uns eben entsprechend ansprechen. Es ist uns gelungen, dank des Verlegers auch von Herrn Schönczak, einen Teil seiner Werke hier auch hier herbeizubringen. Sie sehen die da auf dem Tisch auch liegen. Sie können auch davon welche kaufen. Was besonders ist, muss man sagen, das ist eine Gelegenheit, weil viele dieser Werke im deutschen Buchhandel, auch zum Teil in Bibliotheken, nicht so vertreten sind, wie sie vertreten sein sollten. Wenn Sie nach Nordamerika gehen, nach Frankreich gehen, nach Spanien gehen, nach Kanada gehen, nach Großbritannien, da werden Sie sehen, dass Herr Schönczak einer der bedeutendsten, interessantesten Autoren ist, den die deutsche Literatur überhaupt zu bieten hat. Das ist hier ein bisschen, man könnte sagen, nicht so bekannt, wie es sein sollte, aber vor dem Hintergrund freue ich mich wirklich besonders, dass es uns eben gelungen ist, dass Sie mal hierher nach Mainz kommen. Sie waren auch schon vorher in Mainz gewesen, aber hier zur Lesung sich bereit gefunden haben. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Herr Nell. Ich freue mich aus ganz verschiedensten Gründen, heute hier zu sein. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Einmal ist es die erste öffentliche Lesung seit anderthalb Jahren. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass es hier stattfindet, in diesem schönen Hause. Ich habe aus zwei Büchern Texte ausgewählt. Aus zwei Büchern, zwischen den beiden Büchern sind 20 Jahre. Der bereits erwähnte Roman Gefährliche Verwandtschaft erschien 1998 und das Buch, mit dem ich jetzt beginne, ist aus dem Jahr 2018. Und ich habe diese Konstellation hier bisher noch nicht so vorgetragen aus diesen zwei Büchern, habe aber dann bei der Überlegung, wie ich das heute mache, festgestellt, dass es tatsächlich interessante Querbezüge zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Texten gibt. Und wenn man nicht sagen würde, man liest jetzt aus dem anderen Buch, vielleicht man gar nicht merken würde, dass man das Buch wechselt. Mitte der 80er Jahre arbeitete ich an der Übersetzung von Gedichten eines anatolischen Mystikers aus dem 14. Jahrhundert, den Gedichten von Yunus Emre. In der Türkei kennt ihn jedes Schulkind, ein türkischer Goethe sozusagen, und dennoch ganz anders. Emre war ein Wanderderwisch, der als einzige Spur seines Lebens einige hundert Gedichte hinterlassen hatte. Gedichte von großer Eindringlichkeit und sprachlicher Schönheit. Meine Liebe reicht übers Herz hinaus, ich kenne einen Weg weiter drinnen. Ungläubig wird, wer vom Glauben abweicht.
welch ein Unglaube noch weiter drinnen. Sag nicht, ich bin in mir, bin ich nicht. Es gibt ein Ich in mir weiter drinnen. Die Arbeit an diesen Übersetzungen klärte für mich mein Verhältnis zu den beiden mir nahen Sprachen Deutsch und Türkisch. Türkisch war meine Muttersprache, Deutsch aber keine Fremdsprache mehr. Ich ließ einen anatolischen Dichter und Mystiker aus dem 14. Jahrhundert Deutsch sprechen. Wichtig bei einer Übersetzung ist, dass ihre Sprache nicht mehr als Fremdsprache erscheint. Yunus Emre wanderte in die deutsche Sprache ein, weil ich sein Übersetzer im Deutschen zu Hause war. Danach schrieb ich selbst jahrelang nur deutschsprachige Gedichte. Parallel zu dieser ersten größeren Übersetzung begann meine Beschäftigung mit den Werken deutsch-jüdischer Denker und Philosophen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, allen voran Gershom Scholem, Martin Buber, Franz Rosenzweig und Walter Benjamin. Mich faszinierte vor allem deren Rückwendung zum Judentum, nicht nur als Religion, sondern als eine Identitätskomponente innerhalb einer weitgehend assimilierten Minderheit, die nicht nur persönlichen Erfahrungen, sondern auch geistigen und philosophischen Anregungen folgte. Ihre Inspiration erhielt sie von einer dem Rationalismus gegenüber kritisch eingestellten Denkart, die auch für unsere Tage immer bestimmender zu werden scheint. Die Hebräisch-Schüler unter der deutsch-jüdischen Jugend jener Zeit interessierten mich besonders. Die Vernunftsreligion des Universalismus, die liberale Denkart, war zwar nicht, wie manchmal behauptet, von ihnen beiseite geschoben worden, doch es regte sich Widerstand gegen den Absolutheitsanspruch des Rationalismus und gegenüber den Ausmaßen einer vom Positivismus bestimmten Gedankenwelt. Die Aufklärung war längst verinnerlicht. In diesem Inneren aber stießen manche auf das Althergebrachte, das wieder ausgepackt und neu angeschaut werden wollte. Da war zum einen die Mystik, zum anderen die messianische Geschichte. Da war einerseits die Offenbarung und andererseits die Kabbala. Gershom Scholem wurde zu einem der wichtigsten Forscher der jüdischen Mystik, schrieb aber auch bedeutende Aufsätze zum deutsch-jüdischen Verhältnis und hielt seine Erfahrungen in Briefen und in einem autobiografischen Buch von Berlin nach Jerusalem fest. Diese andere Sprache, das Hebräische, war damals nicht nur aus politischen Gründen wegen des Aufkommens des Zionismus en vogue. Ich hatte das Gefühl, dass die Hinwendung zur hebräischen Sprache einem Bedürfnis entsprach, dem Bedürfnis, zwei Muttersprachen zu haben. Zwei herausragende Denker des deutschsprachigen Judentums waren Martin Buber und Franz Rosenzweig. Sie waren nicht nur miteinander befreundet, sondern pflegten auch einen starken geistigen Austausch miteinander. Nicht zufällig stand die Bibelübersetzung von Buber und Rosenzweig im Mittelpunkt des Interesses der literarischen Rezeption und auch vieler Dispute. Sie strebte eine neue, selbstbewusste Vereinbarkeit der deutschen Sprache mit dem hebräischen Original an. Somit wurde das Werk zu einem Monument der Zweisprachigkeit. Die Übersetzer bilden keine Brücke zwischen zwei Sprachen. Sie sprachen, berühren sich in ihrem Geist, verschmelzen oder, genauer gesagt, sie wandeln sich. Jedes Wort bekommt ein neues Gesicht. Die Übersetzung des Zweisprachigen ist wie eine dritte Sprache, die in ihm wohnt. Die Überbrückung der Distanz zwischen den Sprachen ist bei jeder Übersetzung eine Herausforderung. Mich aber erinnert jede Übersetzung an meine eigene Lebenswirklichkeit mit und in zwei Sprachen. Türkisch ist eine Sprache, die mir auf der Zunge blieb, als ich ab dem 8. Lebensjahr wortwörtlich ins Deutsche hineinwuchs. Die Sprachen mussten immer übersetzt, arrangiert und zusammengedacht werden. Türkisch und Deutsch. Zwei Sprachen, die definitiv nicht zusammengehören, wenn man ihre Grammatik und ihren Wortschatz in die Waagschale wirft.
Es gibt keinerlei Verwandtschaft, nicht einmal eine Nähe. War ich also in meiner Zweisprachigkeit auch ein Fremder für mich selbst? Wie konnte ich diesen Fremden in meinem Selbst akzeptieren, ohne mich einer für meine Persönlichkeit gefährlichen Spaltung auszusetzen? Diese Frage konnte weder in linguistischen Seminaren beantwortet werden, noch auf Integrationsgipfeln. Sie war eine intime Frage, die nicht delegiert werden konnte. Das Hineinhören in die Sprachen wird irgendwann zum Hineinhören in den Körper. Die Sprache antwortet dir aus dem Inneren des Leibes und man wird diese Antwort als eine Gnade empfinden. Sätze dieser Art stehen auf vielen halbvollen Papierbögen, die ich angefangen habe zu beschreiben, in der einen oder anderen Sprache, als mir klar wurde, ich würde mein Leben lang schreiben. Schreiben aus Berufung und als Beruf. Doch das Schreiben verändert meine Einstellung gegenüber den beiden Sprachen nicht. Es ist nur natürlich, dass ein Mensch, der mit der deutschen Sprache sozialisiert wird, literarische Texte auf Deutsch verfasst. Es ist aber auch nicht natürlich, dass ein Mensch, dessen Vater und Mutter Türkisch sprechen, dazu nicht mehr in der Lage ist. In Deutschland wird das als ein gewöhnlicher Integrationsprozess dargestellt. Autoren, die nicht mehr zweisprachig sind und nur noch auf Deutsch schreiben können, werden als Modell erfolgreicher Integration gefeiert. Ich habe eigentlich nie verstanden, warum das so ist. Dabei ist in den 90er Jahren etwas ganz anderes passiert. Viele junge Menschen aus der zweiten und dritten Generation der Einwanderer interessierten sich plötzlich wieder für die Sprache ihrer Eltern und Großeltern, die sie selbst selten gut beherrschten. Sie besuchten Kurse, hielten sich länger in der Türkei auf, um ihre Kenntnisse zu verbessern. Erinnert uns diese Generation nicht an jene jüdischen Jugendlichen, die ein Jahrhundert zuvor Hebräischkurse besuchten, sich ihr religiöses und kulturelles Erbe zu sichern versuchten? Waren die Letzteren deshalb schlecht integriert, obwohl sie aus längst assimilierten Familien stammten? Solche Vergleiche wurden und werden kaum gezogen. Die deutsch-jüdische Generation der Jahrhundertwende erschien nicht einmal am Erinnerungshorizont. Stattdessen befanden wir uns in einer Gesellschaft, die sich über den üppigen Konsum türkischer Medien beklagte. Es gibt eine Angstformel, die lautet, wenn man eine andere Sprache nicht versteht, versteht man den Menschen nicht. Die Fremdsprache macht den Menschen fremd. Doch heißt Fremde integrieren nicht, sie als Fremde aufzunehmen, zu akzeptieren, gleich zu behandeln? Genau das ist aber heutzutage mit Integration nicht gemeint. Nach wie vor geht es um nichts anderes als um den Verlust der anderen Identität und auch um Intimität, um eine andere zu gewinnen. Und das ist im Fall von Sprachen ein großer Irrtum. Trenne mein Herz auf, trenne es und sieh nach, was drin ist. Was weiß der Tölpel von dem, der liebt? Der Sümpfe gibt es viele. Und kein Durchkommen. Der Sümpfe gibt es viele. Liebende entlässt man in die Fremde. Komplikationen? Das kommt ganz auf Sie an. Falls Sie keine Nachfragen haben, geht alles ganz schnell. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe unserer Kanzlei. Ich hatte mich für den Abend mit einem alten Schulfreund zum Essen verabredet, in einem italienischen Restaurant rechts der Isar. Ich ging zu Fuß hin. Es war schummrig.
Die Sonne war gerade untergegangen und die Straßenbeleuchtung noch nicht an. Die Häuser waren alt und schön und wirkten sorglos auf mich. Wie schwermütig war Berlin im Vergleich zu dieser heiteren Stadt im Süden. Kindheitsgefühle kamen hoch. Meine Mutter hatte mich in dieser Stadt zur Welt gebracht. Gezeugt worden war ich allerdings ganz woanders. In einer viel größeren und älteren Stadt, die im Südosten am Rande Europas lag. Vielleicht hatten meine Eltern, als sie nach Deutschland kamen, diese Stadt gewählt, weil sie im Südosten nahe der Grenze lag. Diese Stadt hatte den Charme, den alle Grenzstädte haben. Nicht allzu groß, aber sehr ehrgeizig. Man war hier stolz darauf, der restlichen Welt immerfort Folgendes zu beweisen. Wir bauen das beste Bier, wir brauen das beste Bier, bauen die schnellsten Autos und haben die niedrigste Kriminalitätsrate. Eine Stadt mit einer solchen Einstellung und solchen Vorgaben wird schnell reich. Die Einheimischen waren es gewohnt, mit Fremden zu leben. Man kam gerne hierher und fühlte sich schon nach wenigen Tagen als Einheimischer. Oft kam es vor, dass die Zugereisten, wie man sie hier zu nennen pflegte, die Einheimischen schon nach kurzer Akklimatisierung in heimatlichen Angelegenheiten belehrten. Solch aufdringliche Naturen strafte man mit dem Gebrauch des hiesigen Dialekts, der nur durch die Zufuhr der Milch einer einheimischen Mutter beherrscht werden konnte. Ich wäre am liebsten noch mit der Straßenbahn bis nach Grünwald gefahren, wo der Vater meiner Mutter ein kleines Haus besaß, unser Haus. Aber die Zeit drängte. In der Familie sprach man von der Hütte, die jedoch wegen ihrer Lage im mondänen Grünwald einigermaßen wertvoll war. Die Nazis hatten es einst als HJ-Treff genutzt. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ich spielte gerne im Speicher unter dem Dachboden, weil der Garten zu gefährlich war. Man vermutete dort vergrabene Minen. Eines Tages fand ich in einer verstaubten Kiste, die unter einem Haufen Handwerkszeug versteckt lag, eine Reihe von Fotos. Sie zeigten alle einen Mann mit einem komischen Schnurrbart. Als ich die Fotos meinen Eltern zeigte, wurden sie unverzüglich im Kamin verbrannt. Die Deutschen haben es nicht gern, wenn man sie nachahmt. Sie denken sich dann, dass man sich über sie lustig macht. Sie kommen gar nicht darauf, dass man sie nachahmen könnte, weil man sie bewundert oder einfach nicht anders sein will als sie. Auch wenn die anderen so wie die Deutschen sein wollen, die Deutschen wünschen sich ganz anders zu sein. Sie brauchen ihre Andersartigkeit, um sich zu Hause zu fühlen. Bin ich ein Deutscher? Diese Frage hatte mich nie interessiert. Sie schien kaum jemanden zu interessieren. Die Frage nach der deutschen Identität war eine altmodische Frage, ein mit Klischees und Stereotypen belastetes Thema, eine Art rhetorische Frage, die jeder Vernünftige mit einer Geste, die auf Unwichtiges deutet, zu umgehen weiß. Ich war in München geboren, also war ich ein Münchner. Hinzu kam, dass ich diese Stadt liebte, was ich in Berlin nie jemandem gegenüber offen zugab, weil es einem Fauxpas gleichgekommen wäre und mich auf einen Schlag zum Außenseiter gemacht hätte. Ich liebte diese spießige Stadt, gerade wegen ihrer Aufgeräumtheit und Übersichtlichkeit. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben dort verplant war. Es konnte mir dort nichts Unvorhergesehenes zustoßen. Selbst Vorhersehbares würde einen dort nicht richtig treffen können. Etwas hatte sich in Berlin durch die Maueröffnung doch spürbar verändert. Es war, als wäre mit dem Verschwinden der Mauer eine Schutzhaut abgefallen,
die einen vor allerlei Unbekannten geschützt hatte. Das Unbekannte, das hinter der nächsten Ecke lauert, kommt einem fremder und bedrohlicher vor als jede Fantasie von einem Exoten. Die Exoten, die die Kolonialgeschichte überlebt haben, wurden von der Werbung domestiziert. Die Werbung wirkt nach wie vor wie ein Zauberspruch, der seinen Gegenstand jeder Realität entrückt. So scheinen die fremdesten Dinge Teil von uns selbst zu sein, ohne dass sie unserer Welt angehören. Berlin war jetzt eine nach allen Seiten offene Stadt. In dieser Stadt kann es sehr windig werden, weil es weit und breit keine Berge gibt. Im Osten reicht das Flachland tausende Kilometer weit bis zum Ural. Berlin ist eine nach Osten hin offene Stadt, doch statt sich mit Fragen der Meteorologie, also den neuen, immer kräftiger werdenden Winden zu beschäftigen, beschäftigt man sich in der Stadt mit sich selbst. Zu dieser Beschäftigung, die eine brotlose, aber anscheinend existenzielle Kunst ist, gehört die Frage, wer man ist. Sind Sie Ausländer? Wurde ich gefragt, wenn ich meinen Nachnamen buchstabierte. Früher buchstabierte ich ihn ohne diese Frage. Sicher, dem Pass nach war ich Deutsch. Aber das verkomplizierte die Sache noch, denn so jemand wie ich durfte dem Pass nach eigentlich gar kein Deutscher sein. Ein umständliches Einbürgerungsverfahren stand mir bevor, als ich 18 Jahre alt geworden war. Das war 1972. München richtete die Olympischen Spiele aus. Man war international in der Stadt. Ich schwitzte auf dem Polizeipräsidium in der Edtstraße über einem Diktat. Zu einem Einbürgerungsverfahren gehörte damals ein Diktat. Es war gleichgültig, ob man in München geboren war, in einem Jahr das Abitur machen würde oder Gedichte in der Sprache schrieb, die der prüfende Beamte aufgrund eines Sprachfehlers oder des Dialekts nur mit Mühe und Not einigermaßen verständlich vorlas. Ich weiß nicht, ab wie vielen Fehlern man durchfiel. Das lag im Ermessen der Beamten. Fast alles lag im Ermessen der Beamten. Ich machte keine Fehler. Man gratulierte mir zur deutschen Staatsbürgerschaft. Meine Mutter war als deutsche Staatsbürgerin geboren worden, bis man ihr die Staatsbürgerschaft wegen ihrer jüdischen Herkunft aberkannt hatte. Ich aber wurde trotz meines türkischen Vaters eingebürgert. Ich kam mir wie eine Gesetzeslücke vor, die die gnadenlose und launische Machete der Geschichte in den deutschen Urwald geschlagen hatte. Ich hatte diese wenig erfreuliche Angelegenheit schon vergessen. Jetzt, wo die Mauer gefallen ist und man mich nach meiner Zugehörigkeit fragt, kommt alles wieder hoch. Man vergisst nie, man verdrängt. Es bedarf nur eines einzigen Anlasses, wie den des Buchstabierens eines fremd klingenden Nachnamens, um das Verdrängte wieder zu erinnern. Nach langer Pause habe ich wieder eine journalistische Arbeit angenommen. Mein Auftrag lautet, die Stimmen der Stimmenlosen aufzuspüren und sie der Sprache zuzuführen. Ich porträtiere junge Türken in Deutschland, schreibe Texte, in denen sie selbst sprechen. Der Monolog ist unserer zeitgemäße Form. Ich besuche Treffpunkte, Cafés, Diskos, Moscheen. Türken und Deutsche sind einander viel ähnlicher, als sie es wahrhaben wollen. Sie leiden beide gleichermaßen an Größenwahn- und Minderwertigkeitskomplexen. Der Zustand der sogenannten deutsch-türkischen Freundschaft ist nichts anderes als ein Ausdruck dafür, dass der Rest der Welt die Türken ebenso wenig leiden kann wie die Deutschen. Ich mache meine Arbeit nicht mehr für Geld. Vielleicht will ich mir nur beweisen, dass ich noch schreiben kann. Das Warten auf Details hat mich verstummen lassen. Ich komme nicht einmal mehr zum Lesen, weil ich müde werde, wenn ich Buchstaben sehe. Bei der Zeitung hat man sich über mein Wiederauftauchen gefreut. Ich habe in dieser Welt den Rang eines Experten. Aus irgendeinem Grund glaubt man mir, blind vertrauen zu können.
Ich gelte als scharfer Beobachter mit sicherem Instinkt. In der Welt, die ich zu beschreiben habe, ist man auf Instinkte angewiesen. Es ist die Welt der Migranten, der Randgänger. Abseits des Zentrums herrscht eine andere Logik. Meine Aufgabe besteht darin, diese Logik zu übersetzen. Deswegen nennt man mich auch den Übersetzer. Der Übersetzer kennt keine Wahrheit oder Lüge. Er ist der Lügner der anderen. Wenn er eine Wahrheit erkennt, die nicht der Wahrheit der anderen entspricht, muss er sie für sich behalten. Gäbe er diese Wahrheit preis, würden sich die anderen nur über den schlechten Übersetzer beklagen. Ohne den Übersetzer würde die Welt an vielen Stellen auseinanderfallen. Durch ihn werden viele Nähte unsichtbar. Nur die, die zu nahe an den Nähten sind, spüren den Schmerz, das Jucken und Brennen an der Naht. Chiamile, Modedesignerin. Ich bin das andere Kind. Ich war zweimal Kind, einmal auf Türkisch, einmal auf Deutsch. Als türkisches Kind konnte ich noch kein Deutsch, als deutsches Kind schon Türkisch. So lernte das türkische Kind Deutsch, das deutsche Kind hat aber nie Türkisch lernen müssen. Wenn von meiner Kindheit die Rede ist, weiß ich niemals genau, welche gemeint ist, die türkische oder die deutsche. Wenn ich ein Wort geschrieben sehe wie Ru, muss ich erst hören, wie es ausgesprochen wird, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Das türkische Kind übersetzt es dem Deutschen als Ruh, Seele. Das deutsche Kind aber schüttelt den Kopf, es weiß genau, was mit Ru gemeint ist. Es heißt doch nur ruhig sein, Ruhe haben. Gib endlich Ruhe. Ich will in den Streit der beiden nicht eingreifen. Es hätte keinen Sinn. Ein jedes soll glauben, was es will, verstehen, was es will, erzählen, was es will. Ein jedes in seiner Sprache. Das türkische Kind ist verschüchtert. Es ist vielen Fremden begegnet. Es wurde nie erwachsen. Es lebt. Das deutsche Kind aber musste denken und sterben, um groß zu werden. So bin ich jetzt Kind auf Türkisch und erwachsen auf Deutsch. Ich kann reden, was ich will, schreiben, was ich will, in welcher Sprache auch immer. Jedes meiner Worte hat eine türkische Kindheit. Wenn die Deutsche vergisst, erinnert sich das türkische Kind. Wenn das türkische Kind nicht versteht, erklärt die Deutsche. Ob das gut geht? Deutschen sind Fremde, sagt mein Vater. Wir verstehen sie nicht, sagt meine Mutter. Vieles trennt uns. Sie hegen und pflegen das türkische Kind, sorgen dafür, dass es niemals groß wird. Es soll immer so bleiben, wie sie es sich vorstellen, brav, unschuldig, schüchtern. Vor der Deutschen haben sie Angst. Sie ist ihnen fremd. Als Kind haben sie sie nicht weiter beachtet. Sie waren sich unsicher, ob sie ihr eigenes Kind war. Ich bin es, sage ich immer, wenn ich sie besuche. Es genügte ihnen nicht meine Erscheinung, um mich zu erkennen. Ja, ich bin es noch. Wir haben dich nicht verloren, Mädchen. Du bist zurück, ruft meine Mutter. Mein Vater singt. Ich könnte alles verstehen, das Gefühl haben, zu Hause zu sein. Aber ich nicke nur flüchtig wie eine, die andeuten will, dass sie wenig Zeit hat und nicht bleiben kann. Ich möchte meine Eltern über meine deutsche Kindheit ausfragen. Sie aber erinnern sich nur an das türkische Kind. In ihren Augen bin ich nur das eine Kind. Mein deutsches Ich reagiert gelassen. Es lässt das türkische Kind in Ruhe. Das türkische Kind wurde 7 Jahre alt. Dann wurde es unsterblich. Es führt Selbstgespräche. Manchmal schreibt es auch Briefe an alte Bekannte. Briefe, die es nicht abschicken kann, weil es nicht weiß, wo jene abgeblieben sind. Safar, Schriftsteller. Ich bin Schriftsteller. Für manchen bin ich ein türkischer Schriftsteller.
Dieser türkische Schriftsteller schreibt seine Arbeiten auf Deutsch. Mittlerweile hat er auch einen deutschen Pass, trägt aber gleichzeitig immer noch einen unaussprechlichen Namen, den er in der Regel wie folgt buchstabieren muss. S wie Samuel, E wie Emil, N wie Nordpol, O wie Otto, C wie Cäsar, A wie Anton, K wie Kaufmann. So werden aus seinem exotisch klingenden Namen 7 Vertraute. Vertraut, doch für wen? Wer nennt sich in Deutschland Samuel? Wer Emil? Wer Nordpol? Ist Deutschland der Nordpol meiner Identität? Otto war der bayerische König von Griechenland, Cäsar ein römischer Kaiser, Anton, so hieß lange Zeit mein bester Freund. Wir teilten in der Schule dieselbe Bank, bis Anton eines Tages behauptete, ich würde mit meinem Kram, damit meinte er meine Hefte und Stifte, mehr Platz auf der Bank beanspruchen, als mir eigentlich zustünde. Er zog mit einer Kreide eine schnurgerade Linie, die Bank von nun an genau an jener Stelle teilte, die er für die Mitte hielt. Ich saß in meiner Hälfte und er in seiner. Ich staunte, wie es ihm gelungen war, ohne Lineal eine so gerade Linie zu ziehen. Mir gelang das nicht einmal mit einem Lineal. Doch die Grenze zerstörte unsere Freundschaft. Denn Grenzverstöße ahndete Anton mit Linealhieben und ich vergaß die Existenz der Grenze allzu oft. Ich bin ein Kind der 70er Jahre. Ich kam 1970 nach Deutschland, genauer gesagt nach Bayern. Ich war nicht das erste Mal in Deutschland, doch dieses Mal war es für länger. Ich musste hier zur Schule gehen. 1970. Die sozialliberale Koalition unter der Kanzlerschaft Willy Brandt war soeben an die Macht gekommen. In Bayern aber regierten andere Leute. Da gab es einen pausbackigen, stirnackigen Politiker, der bei Fernsehauftritten besonders viele Worte in einem Satz unterbringen konnte, wenn er an der Reihe war und manchmal auch, wenn er nicht an der Reihe war. Sein Gesicht erinnerte mich an die Antlitze von Trophäen, die in manchen Wirtshäusern an der Wand hingen. Diese Trophäen haben mich als Kind immer sehr beeindruckt. Ich wusste, dass sie von Tieren stammten, die ausgestopft worden waren. Ich hatte keine Angst vor ihnen. Es musste einen Grund dafür geben, warum man sie aufbewahrte und mit ihnen die Wände schmückte. Wenn man in einem Land die Sprache nicht versteht, ist das Land nichts anderes als ein Wandkalender. Man steht vor schönen Bildern oder auch vor weniger schönen. Es war im ersten Winter nach unserer Ankunft in Deutschland. Anton besuchte mich. Wo ist denn euer Weihnachtsbaum? Fragte er, als er in unserem Wohnzimmer stand. Ich fragte meine Mutter, wo denn unser Weihnachtsbaum sei. Meine Mutter fragte meinen Vater, wo unser Weihnachtsbaum sei. Mein Vater fragte den lieben Gott nach dem Weihnachtsbaum. Der liebe Gott war verzweifelt. Manchmal begleitete ich meine Eltern zum Einkaufen. Wir fuhren mit der Trambahn in die Stadt. Ich liebte die blaue Trambahn, die einen ganz eigenen Geruch hatte, von dem man Kopfschmerzen bekam. Ein Höhepunkt bei diesen Ausflügen war der Besuch beim Metzger. Metzgereien haben mich immer fasziniert. Nirgendwo sieht man so viel Blut und rohes Fleisch. Unser Metzger war ein freundlicher, älterer Mann mit ruhigen, sanften Gesichtszügen. Er hatte die für Metzger üblichen Körperproportionen. Manchmal trug er eine Gebetskappe auf dem Kopf, die etwas kleiner war als die, die mein Vater besaß. Der Besuch beim Metzger war immer mit Gesprächen verbunden, die ich nicht verstand. Der Metzger war nicht alleine im Laden. Oft saß ein uralter, langbärtiger Mann in einer Ecke auf einem Stuhl. Wahrscheinlich machte der graue Bart ihn älter, als er war. Er sprach mit meinem Vater über Gott und ich verstand nicht, was der im Metzgerladen zu suchen hatte. Mein Vater nannte den Mann mit Bart einen Chacham. Er war froh darüber, ihn dort zu sehen. Wir können sicher sein, dass das Fleisch rein ist, meinte er. Auf dem Weg in die Volksschule, die ich fortan besuchen sollte, ich sprach noch kein einziges Wort Deutsch und fürchtete mich vor dem Moment, in dem ich den fragenden Mitschülern schweigend gegenüberstehen musste, klärte mich mein Vater über einen Sachverhalt auf, der mich vollends in Staunen versetzte, mich aber gleichzeitig unerklärlicherweise erleichterte. Dem Direktor küsst man in Deutschland nicht die Hand, sagte er. Man schüttelt sie nur, wie unter Freunden.
dem türkischen Jungen, der bis dahin in die autoritären Erziehungsstrukturen seiner Heimat eingebunden war, blieb diese eher beiläufige Anmerkung des Vaters im Gedächtnis haften. Als wir die Schule erreichten und vor dem Direktor standen, folgte ich der Anweisung meines Vaters und schüttelte dem Mann nur die Hand, obwohl die Tatsache, dass er nicht nur Direktor, sondern auch noch ein in die Jahre gekommener Herr mit weißen Haaren war, eindeutig für den Handkuss sprach. Als Fremder in Deutschland war der Titel eines Buches, das ich eines Tages geschenkt bekam. Das musst du lesen, das ist was für dich, kommentierte mein Freund Josef, den wir alle Sepp nannten, sein Geschenk. Sepp schrieb auch Gedichte, sogenannte Sepp-Gedichte. Es waren Gedichte, die den Alltag eines gewissen Sepp beschrieben. Ich freute mich zunächst über den Titel des Buches. Vielleicht hielt ich nun endlich jenen Katechismus in den Händen, der mir erklären würde, was Fremdheit in Deutschland war. Doch beim Durchblättern wurde ich enttäuscht. Die Fremdheit in diesem Buch bestand darin, dass alle Autoren des Buches aus der Sicht der deutschen Leser Fremde waren. Man hatte ein Preisausschreiben für sie veranstaltet mit dem Thema »Als Fremder in Deutschland«. Aus den Einsendungen hatte man dieses Buch zusammengestellt. Ich war befremdet. Ich verstand die Logik nicht, die die Deutschen, die sich im eigenen Land oft fremder fühlen als die Fremden, von der Teilnahme an einem solchen Wettbewerb ausschloss. Die wenigsten Texte in diesem Buch waren literarische Texte, aber darum ging es nicht. Dieser Wettbewerb war wohl eher ein Angebot an die Fremden, ihre Fremdheit zu akzeptieren und eine Warnung an solche Leute wie mich, die es nicht wahrhaben wollten, dass sie Fremde in Deutschland waren. Damals begriff ich diese Zusammenhänge nicht. Ich hielt dieses Buch für einen schlechten Scherz. Dabei war es von paradigmatischer Bedeutung. Je mehr man sich in Deutschland zu Hause fühlt, je näher man den Deutschen kommt, umso fremder wird man aus deutscher Sicht. Die Deutschen neigen dazu, den Spiegel zu zertrümmern, in dem ihr Bild auftaucht. Im Jahr 1910 erhält der Anthropologe Franz Boas, der Gründer der modernen amerikanischen Anthropologie, einen Auftrag vom amerikanischen Kongress. Er soll einen Bericht verfassen, der die Entwicklung der Rassen der Einwanderer nach Amerika beschreibt. Boas stellt fest, dass die Körper der zweiten Generation von eingewanderten Juden, Sizilianern und Neapolitanern sich von den Körpern der ersten Generation unterscheiden. Die Kinder der Einwanderer, die in den USA geboren wurden, sind größer, haben eine hellere Haut und eine größere Hirnkapazität. Sie kommen dem europäischen Typ näher. Ihre Integration scheint leichter möglich zu sein. Die andere Kultur gibt es nur im anderen Körper. Viele Einwanderer geben ihren Kindern viel Milch zu trinken. Milch, so glauben sie, macht die Haut heller und sorgt für einen starken Körper und für gesunde Zähne. In einem gesunden Körper kann es keine schlechten Zähne geben. Ich notiere mir Sätze, um sie später an passender Stelle wieder verwenden zu können. Ich habe immer zwei Hefte bei mir, wenn ich lese. In eines der Hefte, die ich Erfindungen betitelt habe, trage ich meine Gedanken und Einfälle ein. Manchmal gelingen mir Sätze wie »Zwischen Unsagbarem und Banalem gibt es den Alltag«. In das andere Heft, das ich Erinnerungen überschrieben habe, kommen Zitate aus den Büchern, die ich lese. Dieses Heft füllt sich meistens schnell, sodass ich schon mehrere Erinnerungen habe, während es bisher nur eine halbvolle Erfindung gibt. Es kommt auch vor, dass ich die Hefte verwechsle, dass sich Erinnerungen in die Erfindungen hineinschmuggeln oder umgekehrt. Ich nehme das nicht so genau. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin auch kein Feind der Wissenschaft. Aber ich traue ihren Ergebnissen nicht. Vor allem glaube ich nicht, dass es eine objektive Stimme geben kann, die Wissen sammelt und verbreitet. Unsere Wahrnehmung der Welt ist subjektiv. Kälte, Wärme, Größe, Stärke. Das alles sind relative Begriffe. Was messbar ist,
bleibt austauschbar. So, das war also eingeschmuggelt, Ausschnitte aus der gefährlichen Verwandtschaft, 1998 erschienen. Ich kehre jetzt zum Schluss der Lesung wieder in das 2018 erschienene Buch zurück, lese dann hier eine kurze Passage vor. Auf den Straßen Istanbuls werde ich oft nach meiner Herkunft gefragt. Man verortet sie irgendwo in Frankreich oder Spanien. In Berlin passiert mir das auch. Hier werde ich gefragt, ob ich aus Indien stamme. Iran ist auch im Angebot. In türkischen Geschäften werde ich regelmäßig auf Deutsch angesprochen. Keiner mag glauben, dass ich des Türkischen mächtig bin. An manchen Tagen überrasche ich mein Gegenüber mit einer Antwort auf Türkisch. Dieser nimmt dann meistens an, ich sei ein Tourist aus der Türkei, sehr wahrscheinlich aus Istanbul, zumindest ein Großstädter. Ich sorge für eine Identitätsmaskerade, die mich amüsiert. Aber auch erstaunt, woran liegt das? Nein, am Aussehen allein kann es nicht liegen. In Lissabon oder Tel Aviv gehe ich problemlos als Einheimische durch, werde in der Landessprache nach dem Weg oder der Uhrzeit gefragt. Ich habe mir schon Gedanken über den Grund meiner vermuteten Herkünfte gemacht. Was macht mich in den Augen anderer zum Einheimischen oder Fremden, zum Abendländer oder Südländer, wenn nicht die Haut oder das Haar? Haare habe ich kaum noch welche und die Haut ist dunkel genug, um mich nicht als Mitteleuropäer einzustufen. Es muss an etwas anderem liegen. Ich habe einen Habitus, eine Ausstrahlung, die weder deutsch noch türkisch ist, höre ich aus dem Munde eines Freundes, der Verhaltenspsychologe ist. Wir würden auf andere nicht nur aufgrund unseres äußeren Erscheinungsbildes wirken, sondern auch durch die Art und Weise, wie diese Erscheinung sich ausdrückt. Ich beobachte den Gang von Menschen und versuche mir, ihre Lebensgeschichten vorzustellen. Es nützt nichts zu wissen, woher man kommt, wenn man nicht weiß, wohin man geht. Ich suche Begriffe für meine Gangart und finde nichts. Jemand sagt, du gehst forsch. Ich habe immer das Gefühl, ich schlendere. Ich bin ich. Ich habe einen Namen, ich besitze zwei Sprachen, die mir eigen sind, einige Fremdsprachen unter meinen Flügeln und meine Art, mich auszudrücken. Das alles ist weder national noch regional einzusortieren. Ich bin ein unsortierter Mensch. Doch was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich einen Blick habe, der auf mehrere Dinge zugleich schaut. Ich gehöre niemandem und keinem Land. Sollte mich das irritieren oder trösten? Manchmal sorgt es für Verunsicherung. Manchmal kann es den Verdacht nähren, dass ich nicht immer treu sein kann. Mein Geist wendet sich zwei Sprachen zu. Und mein Körper? In meiner Familie zum Beispiel ist der deutschsprachige Safer ein Ausländer. Nicht unbedingt ein Deutscher, aber jemand, den man in einer seiner Sprachen nicht versteht. Niemand würde mich da offen als einen Fremden bezeichnen. Dennoch spüre ich manchmal, dass dies nur aus Höflichkeit nicht geschieht. Es entsteht so etwas wie die größtmögliche Distanz zu einem Familienmitglied. Gibt es auch so eine Distanz eines Landes gegenüber seinem Staatsbürger? Ich meine ja. Wenn ich ehrlich bin, ist das mehr eine Annahme als eine persönliche Erfahrung. In der relativ kleinen Familie, aus der meine Mutter stammt und vor der nur noch eine Tante am Leben ist, bleiben die Verhältnisse überschaubar. Doch die Großfamilie meines Vaters sorgt für Unruhe und Unübersichtlichkeit. 9 Geschwister, 5 noch am Leben. In meiner Generation zählen wir 32 Köpfe. Wir? Gehöre ich dazu? Ich picke mir meine Lieblingsverwandten aus der großen Menge heraus. Keine Handvoll bleibt übrig. Den einen oder anderen sehe ich alle 5 bis 10 Jahre. Wir altern in großen Sprüngen. Vermisse ich nicht die Wärme, das Nest? Längst habe ich mich entschieden, dass die Frage nach meiner Herkunft in meinem Körper keine Basis mehr findet. Ich habe alle Wurzeln in mir ausgerissen, doch bewahre ich sie nicht mehr oder weniger heimlich auf? Auf dem Dachboden meiner Gedanken.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.